Esther? Na? Geht's? Sind wir ehrlich live, ja? Na, Na, wie wo bist du geht's? gerade? Ich bin bei Studio Brise. Ah, Ja, warte, ich mache lustig. eine kleine. Ich zeig's dir. Warte, Moment. Ich habe diesen geilen Drehstuhl, da kann man alles so. Ah, Ja, süß. genau. Ich bin bei Studio Brise. Wir haben heute eine schöne Auswahl gemacht, weil wir gerade, ich habe gerade den neuen Harvey Blitz getestet hier. Ah. Soll ich schon mal zeigen? Ja, Oder bitte. soll ich ein bisschen langsam anfangen? Schau Ja. mal. Da haben wir mit Wasser gearbeitet und das sind jetzt die Resultate. Die haben wir jetzt heute ausgesucht. Die werden jetzt hier gezeigt. Und da kannst du total brillant, also das Wasser einfrieren oder jede Bewegung halt. Und ist ganz, ganz schnell die Lampe. Cool. Und ja, das sind nämlich gerade meine Lieblingsbilder. Ah, sehr schön. Wow. Genau. Ja, und ja, jetzt sind wir gerade hier und ich freue mich. Dass du Zeit für uns gefunden hast. Sehr, sehr toll. Ja, Ja. sind ja jetzt auch schon total viele Leute da. Ich fange jetzt einfach schon mal ein bisschen an. Willkommen an alle ZuschauerInnen. Schön, dass ihr dabei seid. Danke, liebe Esther, dass du Zeit für uns hast. Das freut mich wirklich sehr. Ja. Ja, diese Ich freue mich 15 auch. Diese 15 Minutes sind ja ein ganz neues Format. Das ist ja jetzt gerade mal unser zweites Interview. Und wie der Name schon sagt, soll dieses Interview am Ende 15 Minuten lang sein. Das wird, glaube ich, relativ sportlich, aber ich würde sagen, das geht. So, und der Ablauf, für die, die das Format noch nicht kennen, was wahrscheinlich noch sehr viele sind, weil es neu ist. Wir fangen immer mit einem Lieblingsbild oder mehreren Lieblingsbildern an, je nachdem, worüber unsere eingeladenen Fotografinnen sprechen möchten. Und dann gibt es noch so eine Fragerunde, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Und damit wir uns ein bisschen ranhalten, haben wir uns vorgenommen, dass wenn die 15 Minuten um sind, wir auch einfach aufhören, egal wo wir gerade sind. Von Sportlich. daher würde ich sagen, Esther, wir halten uns ran und die Okay. 15 Minuten starten jetzt. Jetzt. Genau. Und Jetzt. ich gucke jetzt schnell nochmal auf die Uhr. Ich sage jetzt ein, zwei Sachen nochmal über dich, um so ein bisschen einzuordnen, wer du bist. Aber nur ganz wenig, weil ganz viel findet man wirklich über Google raus und dann widmen wir uns lieber dem, was man nicht über Google rausfindet. Genau, du bist Modefotografin, du kommst aus Bremen, lebst jetzt aber schon sehr lange in Hamburg und London und arbeitest überall auf der Welt. Du hast mit Magazinen zusammengearbeitet, wie Madame Figaro, der italienischen Vanity Fair, der Vogue, aber zum Beispiel auch, wie du eben noch zu mir meintest, gerade ganz viele tolle Projekte mit der Icon. Ja, Die habe Stern, ich auch gesehen, aber die ist wirklich schön. ja, danke. Ja. Eine tolle Zeitung. Ja. Macht sehr viel Spaß. Ja. Ja, echt. Du bist ja öfter dabei. Ja. Macht wirklich Spaß. Genau, und dann noch so Kampagnen wie für Guess und Escada. Hattest schon Vivienne Westwood vor der Linse, Angela Merkel, Karl Lagerfeld, aber auch jetzt gerade Carey Mulligan. Sehr vielfältig. Genau. Und dann würde ich sagen, übergebe ich jetzt an dich und deine Bilder. Soll ich mal mit einem anfangen, mit meinem, also zu meinen Lieblingsbildern jetzt was sagen? Ja, Beziehungsweise, also gerne. du meintest ja, die Frage war ja, ob ich ein Lieblingsbild habe. Und Genau. ich habe dann so darüber nachgedacht und habe gedacht, eigentlich habe ich kein richtiges Lieblingsbild. Ich habe immer das Lieblingsbild, ist glaube ich immer gerade in der letzten Serie, so wie die, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Ja. Und ich könnte aber vielleicht sagen, dass es in den verschiedenen Phasen, in denen ich, sag mal, also die mich, also wie ich, sag mal, wie meine Karriere sich aufgebaut hat und wie man da so rüber sprechen will, Ja. dann habe ich ja mit diesem Foto sozusagen angefangen Das liebe ich und sehr.
Ja, ich weiß nicht genau, kann man hoffentlich so ein bisschen sehen. Das ist ja hier eine Schwarz-Weiß-Kopie. Aber das habe ich während meiner Studienzeit gemacht und das war für mich ein ziemlicher Meilenstein, also für mich persönlich. Das sind alles meine Freundinnen, die ich da fotografiert habe. Also das ist, die habe ich, und die habe ich alle in dem Theater, in dem ich getanzt habe, fotografiert. Das war ganz toll. Da hat mir, also das ist eigentlich so der Beginn. So halt. Und ich habe damals in dem Theater auf der Bühne, da haben mir die ganzen Bühnenbeleuchter, also haben mir halt die Lampen mitgeholfen aufzubauen. Und ich hatte die, meine Freundin war damals schon Sibylla Pavenstedt, von der habe ich ganz tolle Kleider bekommen. Und ja, und dann waren das eben meine Freundin Sheila, Karima und Luise. Und mit denen habe ich dann auf der Bühne halt, also eher Backstage, halt eben so eine Inszenierung gemacht. Und als dieses Foto dann rauskam aus der Maschine, wusste ich, das ist gut. Und ja, und das, also ich wusste einfach, dass ich das so, also ich konnte es kaum glauben, so halt. Also ich war selber so ganz begeistert von dem, was da rauskam. Und ja, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es war einfach für mich, wo ich einfach wusste, das macht mir Spaß und das ist genau das, was ich machen möchte, so halt. Und sag ich mal, und ich war ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch Tänzerin und da ging es gerade um die neue Persönlichkeitsfindung, wie es so weitergeht. So, und da wusste ich, das ist ein Weg. So, und dann bin ich, habe ich ja dann während meines Studiums, also nach meinem Studium sozusagen, habe ich dann dieses Bild gemacht und das habe ich in Berlin gemacht. Also ich bin dann nach Berlin gezogen, von Bremen aus, von der Kunsthochschule nach Berlin gezogen und habe dann diese Monokulturen so wahnsinnig bewundert. Und es waren ja einfach riesige Sonnenblumenfelder, riesige Rapsfelder, riesige Kornfelder, einfach enorm. Und wir waren da in Buko und sind da so rumgefahren, also mein damaliger Freund. Und ja, und dann hatte ich auf dem Flohmarkt, hatte ich halt den Schirm und diesen, wie nennt man das denn jetzt hier? Ist das? Naja, wie heißt das? Nicht Sari. Kimono. Ja. Diesen Kimono, genau den habe ich dann halt gesehen und den Schirm. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt ein Foto machen. Und da ging es eben ganz stark um Farbe. Und dieses Foto habe ich dann FC Gundlach irgendwann gezeigt. Und der hat dieses Foto sehr, also der fand dieses Foto besonders gut und hat mir dann ja auch meine erste Ausstellung gehangen. Ja. So, insofern war das auch ein Meilenstein für mich, also für mich, ne? So ja. Halt. Also mein, so, und dann, genau, dann habe ich ein weiteres Bild gemacht, das kam dann danach, da bin ich dann für einen Stern nach Kuba gefahren. Ja, die berühmte Kuba-Strecke ist auch echt toll. Ja, genau, und das war für mich auch eine tolle Geschichte, weil ich eigentlich noch gar keine großen Veröffentlichungen hatte und der Stern mir die Möglichkeit gegeben hat, halt nach Kuba zu fahren. Und ja, und da habe ich dann, wollte ich den nicht enttäuschen. Ja, dann habe ich diesen wahnsinnig tollen Tango-Tänzer und diese tollen Musiker gefunden. Wir hatten dann echte Musik und das war alles. Und dann dieses tolle Model, Christine. Und das war wunderschön und ja, und ich habe dann, das war ein Großbild Polaroid, das heißt, ich habe vor Ort noch das Bild gesehen, als es aus, also sozusagen aus unserer Maschine kam. Ja. Und das war auch so ein Moment, da wusste man auch einfach, ja, das hat jetzt ganz gut geklappt. Ja, und wenn ich jetzt dann zum letzten Bild komme, also sozusagen, dann kann ich sagen, das ist jetzt ein Bild, was ich jetzt gerade gemacht habe, also ganz, ganz vor 2 Wochen oder vielleicht 3 Wochen oder 2 Wochen, weiß ich nicht so genau. Und das ist Lina Kudry und die habe ich fotografiert. Die spielt gerade in dem neuen Wes Anderson-Movie mit. The French Dispatch, ne? Ja. Genau, The French Dispatch, der leider noch nicht raus ist, aber auf den wir alle warten, sehnsüchtig. Ja. Und genau, und das ist in einem Iris von Herpin-Kleid und ich war halt so begeistert von diesem Kleid, von natürlich von Lina sowieso, aber dieses Kleid hat es mir komplett angetan und das ist ja, das sag mal, die wächst. Ja. Sie wächst ja aus diesem Kleid und es ist wie, also, sag mal, wie unter Wasser oder so. Also es hat sowas. Wie so ein Aquarium. Ich habe auch so ein kleines Video dazu gemacht, so ein Reel. Und ja, das ist auch in Slow Motion, ja.
Genau, das war auch so schön, weil sich diese Teile alle einzeln bewegen und so halt. Und ich war so verliebt in dieses Kleid, ich musste es unbedingt fotografieren. Ja, das passt ja perfekt zu deiner Art zu fotografieren in der Bewegung, ne? Mit diesen Armen. Ja, genau. Also das sind ja alles einzelne Teile, aber die haben eine völlige eigene ja. Dynamik. Die bewegen sich halt, so wie dein Körper sich bewegt, verlängert sich die Bewegung halt in diesen einzelnen Teilen. Und es ist halt irre, was da passiert. Ne? Und das musste man dann natürlich auch unbedingt, sag ich mal, mit einer Bewegungsunschärfe fotografieren, damit man das eigentlich auch wahrnimmt, was ja. Also diesen Moment. Ja, ja, das war sehr schön. Total. Du hast auch eins der Bilder mit diesem Kleid in deiner neuen Ausstellung hängen, oder? Genau, das habe ich jetzt leider nicht mit. Also es ist ein ähnliches Bild, aber ja, genau. Und genau, meine neue Ausstellung, soll ich mal ein bisschen Werbung machen? Ja, mach mal Werbung. Also das ist meine neue Ausstellung, die ist in der Leica Galerie jetzt gerade in Düsseldorf auf der Kühl. Nummer 60 zu sehen. Und wenn jemand Lust hat, mache ich auch gerne eine private Führung. Ihr müsst nur Bescheid sagen. Er hat es gerade eröffnet, ne? Anfang des Monats. Genau, die geht jetzt noch bis Juni, also 3 Monate. Genau, und ich hoffe, dass sie dann irgendwann, dass wir die Gelegenheit haben, dass wir das da mal, dass wir wirklich Leute einladen können. Also im Moment kann man da so hingehen und kann... Hallo. Und kann muss einen Termin machen und dann kann man sich die Ausstellung angucken. Ja. Ja, das ist schön. Ja. Wie war das jetzt so in der Pandemie, eine Ausstellung irgendwie vorzubereiten? Das war total speziell und sehr aufregend und sehr besonders. Also man kann sagen, diese Pandemie stellt einen ja vor viele Herausforderungen so halt und man muss da sehr kreativ werden. Also wir haben halt sozusagen live über Zoom, also die Ausstellung gehangen. Gott sei Dank habe ich das mit einem sehr erfahrenen Kurator gemacht, also mit dem Sebastian Lux von der Stiftung Gundlach, der das, und wir haben dann eben immer, dann musste einer immer laufen und wir haben es dann auf der Kamera gesehen und dann haben wir es immer probiert, wie das funktioniert. Das war sehr lustig. Und dann bin ich hingefahren und war Gott sei Dank nicht negativ überrascht, sondern sehr positiv. Also es sah super aus. Also es geht auch. Schöner ist natürlich immer live, aber man kann sagen, auch das kriegt man hin. Das klingt abenteuerlich. Aber ja. Schön, dass das alles so gut geklappt hat. Ja. Würde ja, ich sagen, mit dem Blick auf die Zeit, dass wir weitermachen und mal zu den Fragen kommen, wenn das für dich okay ist. Ja. Ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Darf so sein. Genau. Die erste Frage ist eine Corona-Zeitfrage. Ich dachte, das ist vielleicht als Einstieg ganz gut. Was ist dir lieber, ein Leben lang nur Klopapier und Nudeln kaufen können oder eine Woche nur Wein? Naja, also ich würde mal sagen, definitiv Wein. Also ich habe, ich habe auch schon meine Erfahrung damit. Ich war mal eine Woche in der Hohen Tatra eingeschlossen bei Wodka, Becherowka und Gulasch. Und das habe ich überlebt. Ich würde sagen. Weit härter als Wein. Bestens vorbereitet. Oh, im Übrigen war das mit dem mit den Eigentümern der Agentur Promot. Großartig. Ja, das war ziemlich lustig, ja. Das ist fantastisch. Wir waren eingeschneit und kamen dann nicht mehr weg. Der Schnee war, glaube ich, 7 Meter hoch und ja, und es gab nichts anderes. Ich sage Schlimmeres. Fand ich auch. Alright, next question. Teamwork oder alleine arbeiten? Definitiv Teamwork. Ich liebe Teamwork. Was darf bei einem Shoot nie fehlen, außer deiner Kamera? Oh, meine Boombox. Warte, die. Lieber kein Equipment oder kein Haare-Make-up-Artist? Also ich glaube, also wenn ich Tageslicht habe, dann definitiv darf niemals der Make-up-Artist fehlen. Also, weil man kann ja auch bei jedem Licht eigentlich fotografieren, aber ein schönes Haare-Make-up ist schon super, super wichtig, ja. Ist toll. Ja.
Löwe oder Alligator? Definitiv der Löwe. Ich habe ja beides schon fotografiert. Also ich habe ja für Germany's Next Topmodel mal mit Alligator fotografiert. Da habe ich gemerkt, wir kommen nicht zusammen. Also ich finde, einen Alligator kann man absolut nicht fühlen. Das ist so ein fremdes Lebewesen. Ein Löwe ist ja dann doch noch ein Säugetier und hat ja auch noch so was Kuscheliges und Berechenbares irgendwie noch. Ja. Das war schon eine ganz andere Nummer. Und ich habe ja ein sehr schönes Foto mit einem Löwen gemacht. Also definitiv der Löwe. Okay, noch eine schnelle Frage. Snoozen oder sofort aufstehen? Sofort aufstehen. Chapeau. Eigentlich mit beiden Beinen zur selben Zeit. Da habe ich höchste Achtung vor. Ich kann das gar nicht. Nee, ich konnte noch nie viel schlafen. So. Also ich gehe ja gern spät ins Bett und stehe früh auf. Und ja, und das war schon immer so. Das war auch schon als Kind so. Ja. So, ich habe jetzt noch eine Frage aus dem Publikum. Und zwar, was wäre der Rat an einen Newcomer, um in der Szene Fuß zu fassen? Ja, eigentlich immer sein Ding machen. Also das ist das Wichtigste, eine eigene Sprache entwickeln und sich nicht davon, also aufpassen, dass man sich nicht vom Weg abbringen lässt. Schön draufbleiben. Ich finde, das ist ein guter Rat. Ja, ja. Ja, schön. Esther, wir haben es so gut geschafft. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage. Ja. Und wir sind voll gut in der Zeit. Ich bin so stolz auf uns. Und zwar die Schlussfrage. Eigentlich stellt man die ja am Anfang, wir stellen sie am Ende. Wie geht's dir heute? Wow. Ja, wie geht's mir heute? Jetzt geht's mir richtig gut. Wir haben es ja hinter uns. Nein, nein, ich habe mich darauf gefreut, und aber man weiß ja nie, wie was wird, aber es ist, nein, aber es hat mir viel Spaß gemacht, und es ist immer lustig, und ich finde, also wenn sich das auf die Pandemie bezieht, oder meinst du einfach nur heute, wirklich heute? Ach so, also ich finde, so in der Pandemie sind die Schwankungen höher, variiert. Ja, ja, also ich sag mal, definitiv ein toller Tag heute. Ich war schon joggen an der Elbe heute Morgen, hab schon, jetzt wollte ich sagen, Wein getrunken, ist aber Wasser, und hab Hasen im Bild, ja, hab dich vor mir, und es macht wirklich Spaß. Ja. Es gab schon sehr, sehr viele Fragen, dass der Hase mal näher ins Bild kommen soll. Aber warte, warte, der Hase kommt nicht, aber guck mal, wen haben wir denn da? Der kommt auch nochmal. Ich sag nur Esther's World. Ja. Welcome to Esther's World. Fantastisch. Oh, Esther, vielen, vielen Dank. Es ja, gerne. Legst du jetzt auf? Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ich mache das. Danke an alle, die zugeschaut haben. Ja, vielen Dank. Ciao.